Geld kann man nicht essen, das hat schon dieser Indianerhäuptling vor langer Zeit gesagt. Also ein reines Renditeziel zu formulieren, ist für mich eine derartige Perversion. Mit der will ich mich gar nicht befassen. Also ein Investor, der nicht verstanden hat, dass am Ende eine humane Wirtschaft darin besteht, dass ich die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse organisiere, dafür ist Wirtschaften da. Und dass, wenn ich das gut mache, ich dabei auch einen Rückfluss im Geben und Nehmen habe, der mir einerseits ermöglicht, meine Ressourcen zu erneuern und auf der anderen Seite die Menschen, die diese Kombinationsleistung erbracht haben, auch vergüte mit der Möglichkeit, ihre Lebensräume zu erweitern. Und das wird in unserer Gesellschaft über Geld gemacht. Viele Dinge kann man über Geld auf diese Weise handelbar und flüssigbar und lagerbar machen und so weiter. Das ist vernünftig. Aber wenn dann das Mittel, das Lebensmittel, was Geld bleiben muss, zum eigentlichen Lebenszweck wird, dann ist es völlig pervertiert. Und jemand, der das nicht versteht und nur in Rendite denkt, mit dem habe ich nichts zu schaffen. Ich kann nur daran arbeiten, dass solche Menschen die Welt nicht regieren. In unserer Wirtschaft ist es schon wichtig, auch weil wir einfach bestimmte Umgang mit Mitteln brauchen, um nachhaltig überleben zu können, ist es schon gut, Rahmensetzungen zu formulieren. Das ist aber nicht das Ziel. Das ist die Gewinn ist nicht das Ziel eines Unternehmens, sondern ein notwendiges Ergebnis der Entwicklung, die mir ermöglicht, dass ich sie fortsetzen kann und vielleicht meine Spielräume erweitern kann. Aber der Gewinn ist doch nicht. Also wenn der Gewinn das Ziel ist, dann hat man vergessen, wofür man wirtschaftet. Also in dem kleinen Büchlein ist ja da, Grundgedanken zu humanem Wirtschaften da. Beschreibe ich all diese Dinge in diesem Bild, das ihr da gefunden habt. Aber natürlich braucht in einer Gesellschaft, in der ich institutionelle Stabilität entwickeln muss, in gewissem Maße, in dem ich Mittelnachfluss sichern muss, in dem das über Märkte geht, die nach monetären Gesichtspunkten auch gesteuert wird, brauche ich schon auch dafür eine plausible Rahmensetzung. Aber ich darf das nicht zum eigentlichen Zweck der Sache erklären und das darf nicht das Ziel der Sache werden. Und die Unternehmen, die wirklich innovativ sind und die Welt voranbringen, wenn du da nach Kalifornien, Silicon Valley gehst, das sind alles Unternehmer, die haben so viel Geld, die interessieren sich nicht fürs Geldverdienen in erster Linie. Das sind alle Leute, die von einer Idee getrieben sind, wie man die Welt besser machen kann. Die muss man nicht teilen, aber das sind Passionierte, das sind nicht Renditejäger. Ich meine, wir sind ja ein bestimmtes Kraftfeld und Kulturraum, das Institut und dies. Und das zieht ja Menschen an, die sich für solche Werte und solche Lebensorientierung auch interessieren. Und die entwickeln sich in einer Weise, die wiederum andere aufmerksam macht und sagt, hey, der entwickelt sich wohin, was für mich interessant ist. Wo hast du gelernt? Ah, in Wiesloch. Und dann will ich auch nach Wiesloch. Das heißt, es entsteht einfach ein Kulturmilieu und die Leute, die sich für diese Werte, von diesen Werten aus irgendeinem Grund gar nicht angesprochen fühlen, die interessieren sich auch nicht für Leute, die durch Wiesloch bereichert werden und die kommen auch einfach gar nicht zu uns. Deswegen kann ich über diese Welten nicht viel sagen. Wir haben, aber es gibt, sagen wir mal so, unsere Gesellschaft ist nicht so schlecht dran, wie man oft denkt, wenn man nur die Zeitungen liest und die skandalösen Dinge. Wir haben so viele hochrangige, wichtige Leute aus der Wirtschaft. Wir haben ja fast alle DAX-Unternehmen, die bei uns Weiterbildung machen. Das sind wirklich oft kultivierte Leute und die sich auch wirklich einsetzen. Und die müssen leistungsmäßig gut sein, sonst werden sie nicht gehört. Ja? Also Leute, die nur auf Werte machen und leistungsmäßig nichts bringen, auf die hört keiner in der Wirtschaft. Und deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch keine Seminare über Werte. Bei uns gibt es Professionalisierung, gibt es Supervision für Arbeitsvorhaben. Aber darin ist immer ein Steuerungsgesichtspunkt und wie macht das Sinn unter humanistischen Gesichtspunkten? Oder bedienst du damit eine Perversion, die du selbst nicht gut findest? Und da auf diese Weise
erreichen wir doch relativ viele Menschen, muss man sagen. Aber wir sind ein Sandkorn in der Düne. Aber ein bisschen verändern wir die Laufrichtung der Düne. Soweit das halt ein Sandkorn kann.